Herzlich willkommen zu einem weiteren Prophetie-Video auf meinem Kanal youtube.com/störtepriest. Wenn du mich unterstützen möchtest, hier ist meine Seite, kannst du einfach in ein Video reinklicken. Ich gehe das mit dir jetzt einmal durch, hier in die Videobeschreibung, die aufklicken. Da findest du alle Links. Ganz wichtig, natürlich mein Telegram-Channel, den findest du hier, da steht Werbung, der Telegram-Channel. Da werde ich die Leute immer informieren, wenn ich ein neues Video hochlade. Das ist praktisch wie so ein Newsletter, bloß besser. Und da findest du auch die sonstigen Links, zum Beispiel meinen Amazon-Shop. Da habe ich die ganzen wichtigen Bücher über die Prophetien verlinkt. Und heute geht es weiter mit der Interviewreihe mit dem Stefan Berndt. Beim letzten Video habe ich gesagt, also in der Videobeschreibung bzw. im Videotitel, die sicheren Gebiete, und die wurden dann sehr wenig erwähnt. Das habe ich ein bisschen durcheinander gebracht, also da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein. Stefan Berndt hat da nur einen kleinen Hinweis gegeben. Der hat da gesagt, er ist von Hamburg weggegangen, weil er davon ausgeht, wenn dieses Szenario eintritt, dass dann dieses Hamburg komplett weggeschwemmt wird. Gut. Jetzt kommt das neue Video und da wird jetzt nochmal genauer auf die sicheren Gebiete eingegangen und auch, wie kommt man denn da drauf, dass sowas vielleicht passieren könnte wie die dreitägige Finsternis? War das nur ein Hellseher, der gesagt hat, ja, da kommt eine dreitägige Finsternis, oder wie viele Quellen waren das denn? Warum ich das zum Beispiel ernst nehmen würde? Also das heißt ja nicht, dass es eintritt, das heißt auch nicht, dass man jetzt unbedingt daran glauben muss. Aber es heißt, wenn es so eine Quellenangabe gibt von so vielen Sehern, dass man das auf jeden Fall im Hinterkopf abspeichern sollte und für einen Notfall gewappnet sein sollte, finde ich. Was du natürlich persönlich machst, das ist einzig und allein deine freie Entscheidung. Ich hoffe zum Beispiel auch, dass das nicht passiert, dass das nicht eintritt. Aber falls dann diese Hinweise sich immer mehr verdichten, sagen wir jetzt mal, es bricht ein großer Krieg aus in Europa, dann ist es halt die Frage, ob es dann noch so einfach sein wird, dass man sich dann mit Lebensmitteln, mit Dosen und so weiter eindeckt und wie aufwendig das Ganze dann ist. Und da ist auch wieder mein Lieblingssprichwort, haben ist besser als brauchen. Oder wie siehst du denn das Ganze? Schreib es mir in die Kommentare rein und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview. Letztendlich die Anzahl der Quellen, die dreitägige Finsternis vorhersagen, ist extrem lang. Das sind irgendwie Pi mal Daumen 60 Quellen. Und es sind mit Sicherheit irgendwie ein Dutzend von Quellen dabei, wo du mit absoluter Sicherheit davon ausgehen kannst, dass die nicht voneinander abgeschrieben haben. Klar, du kannst dich hinstellen und sagen, ey, sag mal, das stimmt nicht und das stimmt nicht. Zeitlinie. Ja, irgendwie so. Du kannst dir Sachen raussuchen, die nicht stimmen. Ja, es gibt Dinge, die da nicht stimmen. Aber du kannst dich genauso gut fokussieren auf sowas wie einen großen gemeinsamen Nenner und der ist halt sehr solide. Und was in jedem Fall klar ist, die dreitägige Finsternis würde stattfinden zum Ende des großen Krieges in Europa, in Anführungsstrichen Dritter Weltkrieg, und zwar ungefähr 3 Monate nach Ausbruch des Dritten Weltkrieges. Gut, du kannst ja sagen, okay, ich glaube den ganzen Kram nicht, ich warte jetzt erstmal, bis der Krieg ausbricht, okay, habe ich kein Problem mit. Nur halt, spätestens wenn der Krieg ausgebrochen ist, wird es Zeit, sich mit dieser Thematik dreitägige Finsternis zu befassen. Und ja. Aber das war für dich auch ein Grund, dass du jetzt von Norddeutschland nach Süddeutschland gezogen bist? Ja, gut, also einmal war klar, ich muss weg aus Hamburg, oder ich hab das geglaubt, gedacht. Und gut, dann ist natürlich die Frage, wo willst du hin? Natürlich dahin, wo das einigermaßen sicher sein soll. Einmal ganz, ganz grob, ne, das bitte nachschauen, aber einmal der Raum westlich vom Rhein, wo es ein bisschen höher ist, und dann halt der Raum südlich der Donau. Aber da muss man dann auch noch in die Details gucken und halt so Bayerisches Alpenvorland ist halt aufgrund der Quellen, also nicht nur wegen Irrmeier, sondern halt auch wegen anderer Überlegungen, ist halt eine gute Region. Das wäre auch wichtig. Es geht jetzt also nicht darum, dass man seinen Lebensschwerpunkt auf den Rest seines Lebens verlegt, sondern theoretisch kannst du das so machen, du informierst dich über die Weltlage, du informierst dich über die Vorzeichen, und wenn du aufpasst, kannst du 3 Wochen vor, das wäre ja auch Urlaubszeit, 3 Wochen vor Ausbruch des Krieges, packst du deine Sachen, fährst ins Alpenvorland, bleibst da irgendwie 3 Monate, ein halbes Jahr und dann zack, ab zurück nach Hause. Es geht jetzt also, verstehst du? Ja. Minimalversion. Ne? Aber das A und O ist, sich frühzeitig mit der Thematik zu befassen, weil es geht im Wesentlichen um Situationen, zu denen wir überhaupt keine Erfahrung haben, auf die wir überhaupt nicht vorbereitet sind. Und das Dümmste, was du bei solchen Situationen machen kannst, ist, dich im allerletzten Moment
zu befassen. Ja. Okay, und darum habe ich ja das Buch Refugium, da schreibst du das ja alles nieder mit den sicheren Gebieten, gell? Nein, ich schreibe nicht, wo es sicher ist, sondern ich habe abgedruckt, welcher sie ja sagt, wo es sicher sein soll. Ne? Mhm. Also Vorsicht. Ne? Ja, ich bin im Grunde permanent laufig Gefahr, da in eine Rolle reingedrängt zu werden. Ich glaube das natürlich, ne? Ich glaube das natürlich, aber ich weiß es nicht, ne? Deswegen. Ne? Ja, es weiß ja keiner, was in der Zukunft passiert. Das sind ja alles Prophetien und man kann es nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen. So hart würde ich das nicht sagen. Es kann, also meiner Meinung nach, es kann schon sein, dass jemand wirklich weiß, was in der Zukunft passiert. Nur wie will er es beweisen? Ne? Gar nicht. Das heißt, der normale Bürger befindet sich immer in der Situation, es ist scheißegal, wem er zuhört, er weiß nicht, was kommen wird, er kann nur irgendwas glauben über die Zukunft und er muss halt gucken, dass er nicht irgendeinem Idioten glaubt, sondern irgendwem glaubt, der eine gewisse Glaubwürdigkeit hat, ne? So, ich hoffe, auch dieses Interview hat dir gefallen. Hier nochmal, wenn du mich unterstützen möchtest, in der Videobeschreibung sind alle Links. Da kannst du mich zum Beispiel auch mit Spenden unterstützen, Ko-fi, Patreon, PayPal. Ich habe auch meinen eigenen Merch-Store. Aber wenn du eh nicht viel Geld hast, dann bitte behalte das Geld bei dir. Kauf dir davon lieber Lebensmittel, beziehungsweise so eine Notration, falls da tatsächlich etwas kommt. Auf jeden Fall möchte ich mich an dieser Stelle bei dir bedanken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Mach's gut, bis dann. Thank you.